Och Gott, Freunde, wir sind wieder am Ackern und Bauen und Schuften. Hi! Hi. Ach, da bist du ja wieder. Wie bist du denn hier durchgekommen? Hast du die 0900 gewählt? Die Service-Hotline? Ich habe ja auch so viel Geld, ne? Hast Geld gekackt? Klar, immer. Ja, ich auch. Ich auch. Herzlich willkommen zurück zu Let's Showtest Make, keine Ahnung. Let's Show Together, keine Ahnung und so Let's weiter. mind test. Let's Mine Test, genau. Mine Test, die kostenlose Variante zu Minecraft. Mit Florian Kiel und Quecksilber hier. Quecksilber. Hat nichts mit diesem Gift zu tun, oder was ist das hier, Quecksilber eigentlich? Ist das Gift oder so eine Chemikalie? Das ist ein Schwermetall, deswegen ist es wohl nicht sonderlich gesund. So, also so wie Radioaktivität, ne? So ungesund quasi. Nicht ganz so schlimm. Ach so, nicht ganz so schlimm. Sollte diese Wand hier stehen, wo ich gerade hinterstehe? Vorerst ja, Ach so. das ist ja kurz mein Demo-Gerüst, sag ich jetzt mal, um Ja. irgendwie das Dach wieder zu zimmern. Ja, Ja. ich bin Azimmersmann. Nee, dieser Name Quecksilber, der hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ich ein ADSler bin, hyperaktiv. Und ich fand, das passt einfach, sag ich mal, weil Quecksilber so lebendig und zappelig wirkt. Also ist ADS sowas wie, ja, wenn man jetzt mal ganz kurz darauf kommen darf, ich meine, ja, es gibt auch Menschen, die mal krank sind, ne? Es gibt nicht nur Gesunde, es ist nicht nur Eitaitei im Leben. Nö. Für Ist die, das Leben gewöhnlich nicht? für Nein. die, die das denken, die sind jetzt hier gar nicht ganz so richtig. Ja. Olli, Bei dir da ist kann man es. sich drum streiten, ob man ADS als Krankheit betrachten will oder nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt kein Mediziner oder so, ne? Also kein Medizinalrat. Aber eines kann ich schon mal sagen. Krankheit hin oder her, die beste Krankheit kauft nichts, ne? Ja. Ja, ich meine, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Aber Freunde, kommen wir jetzt mal wieder auf das Witzigere. Denn, Richtig. keine Ahnung, es gibt auch Leute, die haben vielleicht diese Woche schulfrei, weil sie Durchfall haben oder was, ne? Und sitzen jetzt hier morgens um 3:45 Uhr noch vor Let's Play FK. Ist ja alles möglich, ne? So. So. Da ist ADS doch, Hoppala. glaube ich, da ist ADS doch, glaube ich, eine ganz gute Alternative, oder? Ja, vor allem da eben dann sowas 3:40 Uhr oder sowas nicht so viel ausmacht. Du meinst ADS oder akute Diarrhoe? Ich glaube, damit einem akute Diarrhoe nichts mehr ausmacht, muss man ganz andere Sachen haben. Was denn so? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach, ich weiß auch nicht. Vergiss es. Gut, du bist ein bisschen durcheinander. Das liegt vielleicht daran, weil du mit mir zockst. Das kann manchmal. Das kann durchaus sein. Hallo. Hi. Hi. Machst du denn auf deinem wunderschönen Dach? So, okay, ich mach mal die andere Wand weiter. Ich spring mal runter. Butscha. Freunde, so, wir machen natürlich hier weiter bei Let's Play FK. Lassen wir uns nicht erschrecken, lassen wir uns nicht unterkriegen, nur weil das Haus mal ganz kurz gebrannt hat. Ja, das ist doch kein Weltuntergang. Wir haben eine Versicherung angerufen und die haben uns das Geld geschickt. Verdammte noch einmal. Wie viel haben wir eigentlich gekriegt? Nichts. Schön wär's. Schön wär's, ja. Schön wär's, So, Freunde. Fackeln. Schön wär's. Ja, okay, wir haben 43 Cent von der Versicherung gekriegt. Ich geb's ja zu. Ich geb's ja zu. Davon können wir mal so fast unsere DSL-Rechnung bezahlen. So. Obwohl bei dir ist DSL mit dem Mietvertrag, hast du mir erzählt, ne? Richtig. Meine Güte, was ist das für ein Service? Ja, meine Güter, überleg sie viele für meiner Kenne Butze zahle. Viel. Viel zu viel. Ja, viel zu viel. Studentenwohnheim, ne? Jo. Ja. Ihr Studenten, ihr habt das alle gut, weißt du? Müsli fressen, Fahrrad fahren, ne? Und was soll das Fußvolk machen? Also wir Ameisenvolk. Ne? Ja. Wir müssen Ist ja leben. niemandem verwehrt zu studieren. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, und so ein Studium kann aber auch sehr anstrengend sein, kann ich mir vorstellen. Also, Oh ja. ist alles nicht Eiteitei und Tututut, ne? Das ist. Nee. Nee. Und wie gefällt dir das hier so ein bisschen, das Gebaue? Ich meine, du bist ja nicht so der Computerzocker eigentlich. Du bist ja erst zu einem geworden, seitdem du mich kennst. Und Ja.
angefixt hier mit Minecraft bzw. mein Test. Genau, wir haben auch schon andere Sachen zusammen gespielt, aber die haben wir dann natürlich nicht on air gespielt, Freunde. Nein, es gibt auch ein Privatleben, das, was jeder von uns irgendwie hat. Und da haben wir Megapolis gespielt. Und das spielen wir auch noch, ne? Mhm. Da bist du auch so süchtig nach. Wonach bist du eigentlich nicht süchtig? Eintopf. Eintopf? Ja. Magst du zum Beispiel Linsensuppe? Ach, Linsensuppe mag ich schon. Ich nicht. Weißt du warum? Die Linsen, die bleiben immer voll im Hals hängen, ey. Wenn ich die esse... Echt? Ja, bei mir ja. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ja krank oder so. Oder bin irgendwie... Ey, bist du total krank, ey! Alien oder so. Ich weiß es ja nicht. Aber bei mir bleiben die Linsen grundsätzlich im Hals hängen. Und dann huste ich das so. Weißt du? Das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Naja, das musst du wissen. Schließlich machst du hier ein Let's Play. Du musst informiert sein. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um mit mir zusammen zu sein. So, oder hier zusammen zu arbeiten. So. Ja. Unser Dach ist fast da. Warum stehst du denn da nur so blöd rum? Ich versuche hier gerade die Ecke zu machen irgendwie mit diesem Stufendings, aber es dreht sich immer falsch rum. Ach. Und irgendwie komme ich... Ah, jetzt komme ich hier wieder weg. Das ist gut, ja. Ach so. So, wo bin ich jetzt? Da bin ich. Das Dach zu bauen, das, was ich hier gerade tue, um mir zu helfen. Yes, es funzt. Funzt? Jo. Mhm. Naja, auf jeden Fall kriegen wir das hier irgendwie... Aber diese untere Kante, die musst du irgendwie machen. Da hattest du vermutlich irgendeinen Trick raus. Das kriege ich nicht ganz hin. Die unterste Kante? Ja, mache ich. Alles wird gut. Alles wird gut. Die Frage ist, das ist jetzt mal so ganz offiziell gefragt, Freunde, in die Runde. Wer hat Bock, dass wir hier Let's Play Mein Test Together machen? Natürlich neben Let's Play Tomb Raider 2 Reloaded, worauf ich nochmal ganz freundlich hinweisen will. Ja, ist keine Werbung. Nein. So billig sind wir nicht, ne? So. Und worauf ich auch noch hinweisen will, Let's Play Minecraft. Minecraft geht ziemlich weiter, Freunde. Immer dranbleiben, nicht weglaufen. Minecraft ist so ähnlich wie dieses hier. Ja, aber jeder von euch weiß es ja sicherlich, was Minecraft ist. Und wir spielen hier Mein Test, die kostenlose Alternative zu Minecraft, Freunde. Und ich habe auf meinem Rechner erstmal einen Server eingerichtet. Wutschi, wutschi. Oh, jetzt rauche ich eine. So, muss sein. Die Frage ist, Freunde, was sagt ihr? Wollen wir... Ihr, du und ich, Müllers Esel und so weiter, wollen wir dieses Let's Play Together, also dieses hier zu einem Let's Play, Let's Show Together machen, Fragezeichen. Oder soll das jetzt nur der ultimative Test mal ein bisschen für Open Source sein? Was sagst du, lieber Quecksilber? Bock drauf? Also mir macht's durchaus Spaß, ja. Also reicht die Flosse, Genosse. Hätte ich Lust zu. Hast Bock zu. Wo bist du denn? Ja, hier. Ich baue dein Dach. Damit du ein Dach über dem Kopf hast, mein Gutster. Verstehen du? Wieso mein Dach? Ja, du hast ja schließlich die Hütte abgefackelt. Ja, aber sicher. Ja, es sind immer die anderen schuld, Freunde. Na, also wenn ihr in der Schule seid und ihr kriegt mal irgendwie Ärger, weil irgendwas passiert ist, dann sagt einfach der andere, da drüben war das. Und dann ist ja, ich hab die Schule nicht abgefackelt. Hast du nicht? Nein. Jetzt kenne ich dich nicht mehr. Also ich... Leute, eine Schule abfackeln, das ist ja wohl das Mindeste. Das erwarte ich. War übrigens einer meiner Lieblingsfilme. Hurra, die Schule brennt, du als Kind. Du meinst... Junge, du stehst gerade... Ach so, gut. Warte mal, Hurra, die Schule brennt, das ist doch hier mit Direktor Taft und sowas, ne? Keine Ahnung, wie die da hießen. Irgendwie Peter Alexander und genau, so. Irgendwie von der ersten Bank. Hurra, die Schule brennt, das ist der dritte Teil. Ja? Weiß ich nicht mehr. Na doch, weißt du, woher ich das weiß? Ich hab mir die Collectors Box gekauft auf DVD. So, jetzt habe ich ein Problem, jetzt komme ich nicht mehr rein. Einfach runterspringen. So, nein. Ich hab mir die Collectors Box auf DVD gekauft. Mhm. Ich bin totaler Freund von sowas. Echt? Ja. Auch Heinz Erhardt Filme. Oh, Heinz Erhardt ist genial. Heinz Erhardt ist ein Mann, vor dem ich wirklich... meinen Hut nehmen. Ehrlich. Er lebt zwar leider nicht mehr, aber viele Zuschauer, die jetzt zuschauen, wissen sicherlich nicht, wer Heinz Erhardt ist. Es war deutsch ein sehr, sehr, sehr lustiger Komödiant, sag ich jetzt mal. Ja, aber einige wissen sicherlich noch, über wen ich hier rede. So.
Ich habe gerade hier so ein bisschen... Hast du das hier oben gedeckt schon? Ja, das habe ich gerade hingemacht, ja. Nein, nein, aber Heinz Erhardt ist dir ja sicherlich echt bekannt. Ja. Ist ein guter Mann. Das ist ein sehr guter Mann. Mhm. Aber ich muss auch sagen, sag ich mal, diese Komödien von damals, die sind zwar aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen blöd, nee, sind die wahr. Aber was da, sag ich mal, für ein Witzfeuerwerk, sag ich mal, an Wortwitz und so drin ist, dass da kommt heutzutage kein Film mehr ran. Meinst du nicht? Nee. Ist zwar, sag ich mal, veraltet irgendwo, aber... Na, alt heißt ja nicht gleich schlecht. Richtig, ja. Ne? Das ist manchmal ein bisschen platt, wenn man das heutzutage guckt, irgendwie, finde ich. Ja, gut, platt kann ich auch schon. Aber es gibt irgendwie keine neuen Alternativen. Meinst ist du? Alles so, weiß ich nicht, so platt, so, weiß ich nicht. Ja, erklär mal. Alles dasselbe. Was, nenn mal ein Beispiel so. Also angenommen, ich mache jetzt die Glotze. Ein Beispiel, oh, wie hieß denn dieser olle Film? Ich habe mich so geärgert, dass ich den geguckt habe. Resturlaub. Ach, hier mit Dings, mit Pocher oder was? Ist da Pocher? Ich glaube, das ist Pocher mit bei. Kann sein, ja. Ich glaube, ja. Und der war nicht gut? Das ist so, oh! Ja, was heißt also der einzige wirklich gute Witz in dem Film, finde ich, war das mit dem Hund, der Taxi heißt, der wegläuft und dann ruft einer mal Taxi, Taxi und dann fahren lauter Taxis ineinander. Oh, ich glaube, das habe ich gesehen sogar, ja, ja. Ja, okay, daran konnte ich mich erinnern, an den Rest nicht. Ist Resturlaub nicht das, wo der Typ beim Telefonunternehmen arbeitet und Urlaub nimmt oder so? Bei dem Telefon? Nee, der arbeitet als irgendwie Werbeberater oder sowas in einer uralten Brauerei, die aber eigentlich gar keine Werbung machen wollen. Und ist deswegen irgendwie total frustriert. Ach so, nee, dann sprechen wir von was ganz anderem. Dann sprechen wir von was Unterschiedlichem. Nee, dann bin ich da nicht so ganz auf der Höhe. Was weiß ich, keine Ahnung. Alles wird gut, ne? Ja. Was weiß ich, Toastbrot mit Schnitzel oder so. So, was machst du denn gerade? Bist du noch beim Bach? Ja. Oder beim Dach, meine ich? Ja, geh mal rein und guck. Ja, so, da muss ich erst mal wieder reinfinden. Ja, es ist noch leicht defekt. Achso, ich kann ja raufklettern. Bin ja doof. Ja, im Moment gibt es noch keine Treppen im Haus. Oder besser gesagt, es gibt noch kein Treppenhaus. Um das ein bisschen abzukürzen. Es gibt noch keine Treppen das im kann, Haus. Da kann ich mir ja gleich mal ranmachen. Upsala, ich bin runtergefallen wieder. Ja, wenn wir jetzt nicht den Kreativitätsmodus hätten, hätte ich mir schon 20 Mal das Genick gebrochen. Jupp. So. Aber ich muss euch sagen, bei Minecraft, da läuft das natürlich alles ein bisschen anständiger. So, und da habe ich auch keinen Kreativitätsmodus. Nö, da haben wir Monster. Und da müssen wir auch, in die Höhlen und so, ne? Mhm. Wow, jetzt bin ich oben auf dem Dach. Cool. Wusstest du, dass wir es mittlerweile auch 0 Uhr und ein paar Zerkrümelte haben? Jo. Was sagst du dazu? Bist du immer so lange wach? Nein, nur wenn ich Leute wach halten. Nein. Ja, Leute, die dich wach halten. Seit ich hin und wieder mein Test spiele, öfter, ja. Naja, spielst du mein Test heute das wie oft mal so? Also nur damit Was? Die Leute. Wie oft hast du mein Test jetzt schon gespielt, damit die Leute auch mal so einen Einblick kriegen, wie schnell man da so reinfindet? Oh, ich hab jetzt. Moment. Vor einer Woche oder so habe ich angefangen. Vor einer Woche? Und ja. Und schon so süchtig? Mensch, das ist gefährlich. Ey, da unten diese Lava-Spots, die sehe ich gerade. Die sehen in der Nacht so cool aus. Ja, sind sie auch. Ist ja auch eine Idee von mir. Ja. Gar nicht egoistisch. So, wir haben das Dach fertig, meine Freunde. Ich dachte, du wolltest die Treppe bauen. So, wir haben das Dach... Jetzt habe ich mir erstmal die Lava-Spots angeguckt. Ich sehe sie. Und... Wups! Ah. So, mal schön ins Genick gekickt.